vorbei an der blauen Lagune. Kennen wir eigentlich von Island. Und da haben wir gesagt, das möchten wir uns hier auf jeden Fall auch angucken. Nach dem sensationellen Drohnenflug vom Uwe laufen wir jetzt mal noch vor zur blauen Lagune. The Blue Lagoon. Wenn gerade sagt, hier, ach, kommt, da, hier kommt irgendwie so ein bisschen Island-Feeling auf. Total, total. Ja. Die blaue Lagune kriegt einen fetten Daumen nach oben. Ja. Echt schön. Und jetzt kommt das absolute Highlight in Wales. Der beste Fish and Chips. Oh. Heißt's. Kann's kaum erwarten. Okay, komm. Und auch der Parkplatz. Sensationell. Man steht direkt am Schotterstrand. Wir sind jetzt hier in der Gegend von Pembrokeshire. Wir fahren jetzt in ein kleines Fischerdorf. Und zwar sind wir von der Blauen Lagune jetzt gerade losgefahren, ein paar Minuten. Und da gibt es Fish and Chips. Immer im Geruch nach, dahinter steht der Prinz. Parkplatz hat es genug. Ja. The Shed. Specializing in our own and locally caught fish. Fish and Chips Bistro. Hi. Wir sind jetzt froh, dass wir nur einen Platz gekriegt haben. Jetzt könnt ihr euch auch was gefasst machen. Beste Fish and Chips, vermutlich in der Welt.
ist jetzt aber schon. Aber sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich bin gespannt, sehr lecker aus. Weil Iris nicht so Fish and Chips ist. Aber in Island habe ich sie ja mal überzeugt. Ja, wenn es richtig Fish and gut Chips gemacht ist, dann esse ich das gerne. Und die Iris hat Kabeljau. Und ich muss erst googeln, weil ich habe Haddock. Aber es sieht fantastisch aus und riecht auch fantastisch. Also da ist jetzt nicht wie manchmal wahnsinnig viel Panade drauf, sondern es ist Fisch pur. Also das ist echt der Oberknaller. Das schmeckt, das ist der Hammer. Kommt an Island dran, ja, oder? Also das ist, wow, ich könnte mich reinlegen. Also wirklich wahr. Also ein absoluter Traum. Und wir bedanken uns ganz recht herzlich beim Joachim, er weiß Bescheid. Er hat uns wahnsinnig viele Tipps zu Wales gegeben, unter anderem dieses Fish and Chips Restaurant. Danke, Joachim. Also ich finde auch einen ganz deutlichen Unterschied gegen das, was der The Shed, absolute Empfehlung. Wir haben jetzt bezahlt 50 Pfund, wobei das die Getränke waren und der Cod hat 17,50 kostet und der Haddock 16,50 und dann nur die Getränke. Ja. Also jeden Cent wert. Eine gute Alternative zu Campingplätzen bieten hier auch die Landwirte, denn viele bieten auf ihrem Grundstück einen Stellplatz an. Wir stehen heute ein bisschen abseits vom ursprünglichen Stellplatz, denn die Wiese, wo man normalerweise steht, die ist ziemlich nass. Aber wir haben hier für 10 Pfund übernachtet, weil wir keinen Service brauchen, hat er uns ein bisschen was erlassen. Normalerweise zahlt man 20 Pfund. Ja, in Wales ist ja wirklich ein Hundeparadies. Wir sind schon ziemlich auffällig hier am Strand ohne Hund. Und wenn ihr das richtig seht, badet sie da vorne. Wenn man uns hier so anschaut, also es hat glaube ich so gut 10 Grad. Und dann guckt euch die an, ja, Mädel dabei. Geht jetzt noch mal rein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie warm das Wasser ist. Ja. Es ist eiskalt. Oh, aber herrliche Luft haben wir hier. Ja. Auch ganz nett hier. So hinter so einer Düne, direkt am Strand. Es blüht überall. Also für das Hundeland Wales gibt es auch Regelungen, wann die Hunde an den Strand dürfen und wie. Hier vom 1. Mai bis 30. September, wobei wir jetzt nicht genau wissen, ob sie da dürfen oder nicht. Hundekacke wieder mitnimmt. Und hier gibt es noch genaue Hinweise, wo man mit dem Hund hin darf und wo nicht. Gleich ums Eck von Poppy Sands ist Cardigan. Haben wir uns auch markiert, wir sind nämlich schon durchgefahren. Es scheint ein ganz netter Ort zu sein. Und hier seht ihr einen Vorteil vom 6-Meter-Van, wenn ihr in Wales parken möchtet. Oh, Schatz, eine Metzgerei. Unser Lammhack. Ja. Morning. Morning. Ah ja, guck. Ja. Nee, das ist minced beef. Welsh minced lamb. Das wollen wir. No. No, no, thank you. Backpack. So, dann freue ich mich heute auf einen Shepherd's Pie. Ja.
Hätte man dort auch kaufen können. Ah, jetzt gucken wir mal, guck hier. Ja, nee. Da hat es noch genug Läden. Ja. Weil ein bisschen Salat möchten wir auch noch. Dann nehmen wir mal eine Karotte, reicht. Ich nehme Karotte mit. Ja. Kartoffeln haben wir noch. Und eine rote Paprika, oder? Ein Lauch kommt auch noch rein. Aber so ein kleiner, das reicht. Ja, ja. Und hier geht's los. Und zwar heißt Aberystwyth. Und dahinter steht der Zug. The welcome safety information leaflet. Yeah. And there's your ticket. Enjoy your trip. Thank you. Thank you. Bye. Hello. Hello. Thank you. So anywhere from there though. Okay, thank you. Und mit der fahren wir jetzt nach Devil's Bridge. Und hier brennt's Feuer. Es ist sogar richtig warm. Ja, die Eisenbahn, die wurde 1902 gegründet und diente ursprünglich dem Transport von Bleierz und Holz. Ich glaube, es geht gleich los. Devil's Bridge hat man da eine Stunde Aufenthalt, kann sich ein bisschen umschauen und einen Wasserfall anschauen. Das sind die Three Bridges, das sind drei Brücken, die übereinander gebaut wurden. Man sieht sie auch noch ganz deutlich. Wahrscheinlich wegen Einsturzgefahr. Ja, die sieht schon übel aus, die mittlere. Ja. Kostet 2 Pfund Eintritt pro Nase. Der kurze Walk. 5 Minuten. Ah, da ist der Wasserfall. Lemonade. Die ist lecker. Mhm. Ist richtig schön sauer. Mhm. Direkt am Bahnhof. Jetzt ist hier, glaube ich, auch der Sommer ausgebrochen.
Wir haben die Tickets online gekauft und das kostet für zwei Erwachsene 77 Pfund. Im Internet findet ihr auch den Timetable. So, das war jetzt sensationell. Ins Schatten geht, wenn er zahlt, würde ich gerne einfahren. Hier bei Aber Camping, 15 Minuten weg von Aberystwyth. Aberystwyth. Da, wo der Zug losfährt, haben wir jetzt einen schönen Campingplatz gefunden. Leider stehen wir so, dass wir eigentlich nicht mehr rauskommen, weil wir uns hier ein bisschen festgefahren haben. Aber der Eigentümer hat gesagt, er hat ein Fahrzeug, wo er uns wieder rausziehen kann. Und wir genießen jetzt hier erstmal die Sonne. Endlich Sonne. Und da ja morgen mein Geburtstag ist, bleibt man vielleicht einfach nur einen ganzen Tag hier und wartet, bis die Wiese wieder trocken ist. Ich versuche mir jetzt mal an dem Shepherd's Pie. Den müssen wir jetzt halt irgendwie ein bisschen zerstören. Na ja, wohl. Nichts zerstört. Okay, also, lass es schmecken. Ja, wir lassen es uns schmecken. Gute. Gut. Shepherd's Pie. Ja. Ne, schmeckt wirklich lecker. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wer hätte das gedacht, in Wales scheint die Sonne. Es ist traumhaft schön geworden, das Wetter. Aber wir legen heute tatsächlich einen Pausetag ein. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir stecken hier ein bisschen fest auf der Wiese. Und das Rausziehen, das verschieben wir auf morgen. Weil vor einem Jahr in Korsika habe ich mein 60. gefeiert. Und dann möchte ich mein 61. heute in Ruhe verbringen. Und das Rausziehen erledigen wir morgen. Außerdem haben wir jetzt in der Woche, die wir jetzt schon hier in Wales sind, unheimlich viel unternommen. Also wir sind wirklich von morgens bis abends unterwegs. Aber jetzt brauchen wir tatsächlich mal so einen Pausetag und genießen heute die Sonne. Und anlässlich Uwe seinem Geburtstag bin ich vorhin los und habe wunderschöne Blumen gefunden. Und damit ihr seht, wo wir es uns gerade so richtig gut gehen lassen, das ist ein privat geführter kleiner Platz, nennt sich auch Camping, aber das ist eher so, dass Privatleute ihr Grund zur Verfügung stellen und man sieht, es ist echt fast nichts los. Man muss ein bisschen aufpassen, es ist nicht eben, also es ist sehr hügelig hier, von daher stehen wir auch nicht ganz gerade. Die Wiese ist auch sehr nass noch. Der Gastgeber hat uns einen Tipp gegeben und in der Stadt da oben, das ist ein kleines Städtle, da gibt es einen Pub und die machen sonntags mittags immer ganz tolles Essen und da hat er für uns einen Tisch reserviert. Schönes Plätzle, Sonne, Erholung pur. Lunchtime. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Geht schnell hoch. Ja. Da hinten ist der Campingplatz. Und da sind wir schon genau pünktlich. The Druid Inn. Und hier gibt es sonntags immer Lunch. Hallo. Hallo. Hier haben wir das Sunday Lunch Buffet. Roast Beef, Roast Lamb, Lemon, Garlic and Herb Chicken. Drei verschiedene Fleisch. Und dann gibt es noch einen Nachtisch.
Und das Ganze für 13 Pfund Hauptmenü und 16 Pfund mit Nachtisch. Das sind mal super Preise. Also, jetzt haben wir uns gerade gewundert, warum der Teller so halb leer ist. Perfekt. So, okay. Thank you. Thank you. Und dann kommt hier Unmenge noch. Das ist ja wirklich ein Sonntagsmenü. Ja. Kartoffelpüree, Rotkraut, Erbsen, Karotte. Und das dahinter ist schon was mit Cheese. Ein schönes Geburtstagsessen für dich. Schönes Geburtstagsessen und komplett Welsch. So sieht es jetzt angerichtet aus. Das Ganze kostet 13 Pfund, also 14, 15 Euro. Ja, das ist nichts. Das ist jetzt wirklich ein Welsch-Essen. Das war ein toller Tipp. Also, ich fange jetzt an. Ja, schau, riesige Menge. Ja. Wenn ihr auch mal hier seid bei Aper Camping, dann wird euch mit Sicherheit auch das Druid Inn empfohlen. Wir waren zum Lunch. Das war super lecker. Das war echt lecker und viel. Und so bin ich jetzt doch noch zum Geburtstagsessen gekommen. Ja, also es war echt mega, mal so richtig walisische Küche zu erleben. Jetzt gehen wir zurück ins Wohnmobil. Da gibt es noch die Siegerrebe. Stimmt, genau, da stoßen wir noch an und dann strecken wir den dicken Bauch in die Luft. Auch wenn es jetzt doch ein paar kleine Wölkle gegeben hat, die uns ein bisschen die Sonne raubt. Lassen wir uns das nicht nehmen. Haben uns einen Aperol Spritz mitgenommen. Das wollte man eigentlich in der Sonne trinken, gell? Prost. Prost. Also wir starten mal einen Versuch, denn es soll ja eventuell heute Nacht regnen. Und da ist es uns wohler, wenn wir da raus sind. Nee, klappt nicht. Doppelte Versteigung. Also er kommt mit dem Jeep. Unser Gastgeber holt noch Sandblech. Also irgendwie werden wir es schon schaffen. Geht gar nichts mehr, gell? Dass ich doch Beute drehe. So lernt man sein Auto kennen. Traction Plus. Na super. So, also die Bleche nützen gar nichts. Wir haben uns auch überlegt, solche zu kaufen, aber wenn das nichts nützt, können wir das eigentlich auch lassen. Perfekt, 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 perfekt. Und jetzt können wir da oben, wo die Zelte stehen, da stellen wir uns jetzt hin, das sei wohl ein besserer Platz. So, und wäre hier die Männer den Prinz gerettet habe, habe ich den Blumenstrauß gerettet. Also das heißt, ich habe wirklich eine tragende Rolle jetzt gehabt. Und anlässlich Uwes Geburtstag gibt es die Siegerrebe, die wir hier bei dem Winzer gekauft haben. White Castle Vineyard. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was der hochprämierte Weißwein, was der kann. Er war jetzt auch nicht günstig, aber das gönnt man sich. Der hat ja 24 Pfund gekostet. Ja. Ich schenke mir zuerst ein. Super. Prost. Prost. Boah, auf deinen Geburtstag. Das klingt. Mhm. Ein schöner Blick. Oh, der riecht lecker. Schrieche. Der schmeckt aber auch lecker. Doch, der riecht sehr intensiv, ja. Sehr guter Wein. Ja. Bei dem Blick. Nur ein kleines Käseblättle. Zum Tagesausklang. Oh, nochmal klärt nochmal. Das ist schön im Wohnmobil.